So, der nächste Gegner ist ein Wanderer. Der Dirk hier hat allerdings gerade schon genug. Moment mal, wir haben ja auch noch unseren Fight. Dürfen wir auch nicht vergessen. So. Da haben wir doch wieder was. Eine Maronbeere. Das ist sehr schön. Unser Fight braucht jetzt auch nur noch 4 Level. Dann wird er zu einem Rasaf. Naja, und der kann ja mittlerweile auch einen Durchbruch. Kann er sich jetzt schön durch die ganzen Steine durchprügeln. Macholo. Wer darf denn das Macholo machen? Der Marvin, der war heute noch gar nicht dran. Käfer auf Kampfer war meines Wissens nicht effektiv. Ja, dann pumpen wir mal wieder ein bisschen. Das macht er allerdings auch. Hey, Marvin macht ja sogar mal Volltreffer. Was ist denn mit dir los heute, Marvin? Und dann 5-mal und dann 2 Volltreffer dabei. Gut, dass der keinen Schaden macht trotz Volltreffer, das war irgendwo abzusehen. Ich meine, Marvin hat eine Doppelresistenz gegen Kampf. Ich lasse den Fight einmal mal vorne und hoffe, dass keine Flug-Pokémon sind. Und hoffen, dass sie irgendwie sowas wie Normal-Pokémon hat. Sie hat nur ein einziges. Oh, ein Mauzi. Das ist gut. Das können wir nämlich mit ziemlicher Sicherheit one-hitten. Na gut, jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber immer noch relativ wahrscheinlich. Wobei, der ist ein Level über uns. Okay, hat gereicht. Level 23 für Fight. Er kriegt sogar mal extra Punkte für die Def. Ja gut, der hat gerade ein paar Kleinsteins verkloppt. Die Werte sehen mittlerweile ganz gut aus bei dem. Schön Angriff und Init. So, ich habe ganz vergessen, ich darf ja... Ich habe ja nachgeschaut, ich kann auf der Route 9 zwar theoretisch noch ein Pokémon fangen. Ich habe aber mal nachgeschaut, es gibt keine Pokémon mehr, die ich noch fangen könnte, weil ich alle bereits schon einmal habe. Bei Route 10 müssen wir mal schauen. Ob wir hier noch was finden. Ein Voltoball. Okay. Schauen wir mal, das müssen wir doch ein bisschen schwächen können, oder? Ja. Sind da hinten, ne? Okay. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Dann kommen wir doch nicht mit sowas an. Okay, weil der nächste Kratzer, wenn er einen Volltreffer ist, ihn umbringt. Ich schicke den Marvin rein und mache einen Giftstachel. Das ist das, was ihn am wenigsten, mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit umbringen wird. Mit einer 20%igen Wahrscheinlichkeit vergiftet, was ihn noch leichter zu fangen macht. Langsam macht er mal Angst, wenn er einen Tackle macht, weil auf so wenig Def tut da sogar ein Tackle von einem Voltoball weh. So. Ein Voltoball.
Ja, dem geben wir auch einen Spitznamen. Okay, ich glaube, ich weiß. Das ist... Also, Voltable haben zwar kein Geschlecht, aber das wird der André. Moment mal. Sonderzeichen ist in der Art haben wir nicht, ne? Okay, kann leider kein Akzent auf das E machen. Okay. Von denen. Ja, 20 Pokémon haben wir auch schon, mittlerweile 23. Ein Ewigstein. Na gut, gib einfach her. So, jetzt können wir mal überlegen, was brauchen wir denn für die Diktas, für den Felstunnel. Wir begegnen einer Menge Gesteins-Pokémon. Also, André ist da drin mal eher, ich sag mal, unpassend, einfach weil wir da so viele Boden-Pokémon drin haben. Fio könnten wir mitnehmen. Ein Pedobär mag ich nicht. Sorti will ich da drin ungern mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Und Crow, ja, ein Normal-Pokémon bringt es da drin jetzt auch nicht wirklich. Also ich glaube, das Team, das ich hier momentan dabei habe, das ist schon irgendwie passend für das, was wir da drin machen wollen. So, da unten haben wir noch eine Trainerin. Ich weiß jetzt bloß gar nicht mehr, was die für Pokémon hat. Ich lasse Fight einfach mal vorne. Kampf ist im Zweifelsfall gegen fast alles effektiv. Ein Pikachu. Okay. Ist die Frage, wer von den beiden ist schneller? Ja, gut, Fight ist schneller. Das sollte eventuell für einen Wand reichen. Ja, reicht. Aber die Statik kriegen wir natürlich ab. Wäre ja sonst kein Pikachu. Okay, ein Pipi. Hat zwar hier noch keinen Feen-Typ, aber ich lasse das jetzt die Belly machen, weil wenn Pfeil paralysiert ist, ich traue dem ganzen Braten einfach mal nicht so, sagen wir es mal so. Zugabe, ja gut, wenn du willst. Kriegt unsere Valley jetzt noch Level 23. Okay, Moment, die Beere da nehmen wir noch mit. Eine Amarena-Beere. Gegen Paralyse. Wäre eigentlich genau die richtige Beere für die Situation gewesen, aber wenn das Pokémon Center direkt vor der Nase ist, dann verbreitet man keine Items. Ach ja, nochmal so eine Frage. Kann irgendjemand von euch Blitz lernen? Na, Dirk, das habe ich mir gedacht, aber dem will ich jetzt nicht noch eine VM aufhalsen. Wenn ich da ehrlich sein soll. Geh mal halt ohne Blitz durch den Felstunnel. Auf die gute alte Art. Ich kenne mich da drin sowieso aus, also was soll's. Moment, da kommt ein Trainer, der hat einen Tragosso... Ich meine, er hat einen Tragosso. Auf jeden Fall ist Dirk hier die richtige Wahl vorne. Richtig in Erinnerung gehabt.
Die tun mir gefallen und one-hitte das Teil. Danke. Und ein Fleckmon hat er auch noch. Weil wir ihn ja sonst so selten nutzen können. Dafür, dass Fleckmon eine gute Def hat, war das eigentlich schon ganz gut. Okay. Das überlebt der Marvin. Seine Spätzdef ist ja recht gut. Darf man ja nie unterschätzen, die Spätzdef von so einem Bibor. Gerade so in dem Bereich vom Spiel. Fight mal nach vorne. Ich weiß jetzt nicht genau, was der nächste Trainer hat. So, einmal hier runter, dann da runter. Da fällt mir ein, ich hätte hier was fangen dürfen, ne? Ja, ist auch egal. Kleinstein wollte ich eh nicht haben. Jetzt ist es eh schon zu spät. Also einen Kleinstein hätte ich eh bestenfalls einen Georock bekommen und entwickeln hätte ich das auch nicht mehr können. Ein Fleckmon und das. Okay, da will ich Fight jetzt wirklich nicht drin lassen. Ich will aber weder Dirkie noch Marvin in eine Konfusion reinwechseln. Einfach Valley rein, die überlebt eine Konfusion schon. Fleckmon ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Spezialangreifer. Ein Heuler, okay. Ja, immerhin den Flinch mal wieder bekommen. Sie hat Pflanzen-Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Um etwas spezifischer zu sein, ich glaube, ein paar Bisasamen und. Und Bisasamen, Bisaknos, Myraplas, sowas um den Dreh rum. Hier haben wir einen Beleber, gut, den können wir wieder verkaufen. Picknicker Martha mit einem Myrapla. Hab's doch gesagt. So, ach ja, du kriegst einen Windstoß. Gut, mach Lockduft so viel du willst, der interessiert mich jetzt wirklich nicht. Außer, dass ich jetzt leicht auf den Schlafpuder und so ein Zeug getroffen werden kann. Ein Bisasam kommt rein. Da bleiben wir direkt drin. Okay, Giftpuder. Ich habe noch ein Gegengift übrig, wenn ich mich nicht täusche. Ja, falls es wirklich eng wird, ich kann mich mit Kenji rausschaufeln und ins Pokémon Center gehen. So, dann haben wir Picknicker Martha besiegt.
Kiste Gegengift. So. Ich weiß nicht mehr genau, was der nächste hatte. Pokémaniac. Da kann ich mit Dirkie eigentlich fast nichts falsch machen. Okay, ja, ich habe den einzigen Pokémaniac erwischt, der die Feuer-Pokémon hat. Alles klar. Ja gut, da will ich mit Dirkie jetzt definitiv nicht drin bleiben. Kenji, mach du das mal. Wieso machst du nicht erst eine Metallklaue? Die hat mir wenigstens weniger Schaden gemacht. Ein Tragosso, ja. Da kommt das obligatorische Tragosso von den Pokémaniacs. Ui, der überlebt das sogar. Okay, macht aber zum Glück nur einen Silberblick. Wieder nach vorne. Gut, dass ich mittlerweile so viele Sachen gegen Gesteins-Pokémon habe. So, dann haben wir den Wanderer hier. Und einen Kleinstein. Level 25. Und dafür hat er halt nur ein einziges Pokémon. Und der überlebt das sogar. Oha. Bitte, Gefeit, überlebt das. Uff. Das hätte kein Volltreffer sein dürfen. Und auch keine höhere Intensität. Der Achter wär vielleicht gerade noch so gegangen. Wie viele Supertränke habe ich dabei? Okay, genug. Sonst noch irgendwo ein Trank schon benötigt. Fehlen noch keine mehr als 20 KP.